Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunkeln tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Spotlight auf Krebs, die wir heute anlässlich des Tages der Pflege aufzeichnen. Und ja, ich habe heute gleich zwei Kolleginnen hier bei mir sitzen, und zwar Kolleginnen aus der Pflege und aber eine ganz bestimmte Pflege. Darauf werden wir gleich mal weiter eingehen und freue mich total, dass ihr beiden heute da seid. Stellt euch doch einfach mal vor. Hallo Janina, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Sabrina Wetzel, ich bin seit knapp 14 Jahren hier im Haus angestellt als Krankenschwester und arbeite seit 2013 auch als onkologische Fachpflegekraft hier im Haus und bin 39 Jahre alt und freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Kerstin Laubenschläger. Ich bin seit 2001 im Haus, seit 2007 in der Onkologie und habe meine Fachweiterbildung Onkologie 2011 beendet und bin jetzt seit 2017 die Leitung der onkologischen Ambulanz. Freue mich auch, hier sein zu dürfen und wünsche allen ein schönes Zuhören. Ja, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Und ihr habt eben schon kurz erwähnt, Onkofachpflege. Das ist so ein bisschen das Schlagwort für die heutige Podcast-Folge. Was macht ihr denn genau im onkologischen Zentrum? Was sind eure Aufgaben als Onkofachpflege? Patientinnen mit einer bösartigen Erkrankung können im Laufe ihrer Behandlung mit vielen unterschiedlichen Problemen konfrontiert werden. Unser Ziel ist es, all diesen Patientinnen eine professionelle, bedürfnisorientierte und ganzheitliche Pflege zu ermöglichen. Deswegen bieten wir Patienten, Angehörigen und auch Kollegen Beratungsgespräche, Schulungen und Anleitungen an. Und es können auch noch andere zusätzliche Berufsgruppen bei Bedarf oder bei Wunsch dazugezogen werden. Es gibt ganz viele Probleme in der Onkologie, die auftreten können und zu denen wir eben beraten und schulen, wie Nebenwirkungen der Therapie, was passiert bei der Bestrahlung, psychosoziale Aspekte, Hautpflege etc. Okay, wenn wir da jetzt nochmal genauer hinschauen oder nachfragen, was sind denn genau die Beratungsinhalte, um die es da geht und wer wird beraten bzw. geschult? Beraten, also der Schwerpunkt liegt natürlich auf den Patienten und seinen Angehörigen und der Familie. Wir beraten aber auch Kollegen und andere Fachbereiche, die Kontakt mit onkologischen Patienten haben. Die Beratungsinhalte haben ein relativ großes Spektrum. Natürlich geht es hauptsächlich um die Beratung von Nebenwirkungen der Antitumortherapie, ob das jetzt eine Chemotherapie, eine Bestrahlung oder Operation ist. Ganz wichtig auch für viele Patienten, die Beratung zur Übelkeit unterbrechen. Das ist so einer der Punkte, die sehr, sehr häufig gefragt wird, weil das eine der Hauptängste von Patienten mit Tumorerkrankungen ist. Wir beraten zu Polyneuropathien, zu Schmerzen, auch über sehr sensible Themen, unter anderem Alopezie, Sexualität bei Krebs, der Kinderwunsch und dann natürlich auch über Tod und Sterben. Das gehört mit dazu zu unserem Alltag. Auch da sind wir beratend tätig. Und es gibt auch noch andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Ernährung und die Bewegung, beziehungsweise den Sport. Was darf ich denn machen, wenn ich eine onkologische Erkrankung habe? Inwieweit darf ich mich bewegen? Was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich? Die präventive Aufklärung ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir machen natürlich auch Aufklärung im Bereich des Verlaufs der Therapie. Das heißt, die Patienten kommen auf Station, wissen gar nicht, was passiert. Das ist wahrscheinlich der Erstkontakt, die erste Therapie. Sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Da begleiten wir sie dann im Vorfeld natürlich, während der Therapie und danach. Das heißt natürlich, wir machen auch Vor- und Nachsorge und stehen da natürlich auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Super. Und wenn ihr habt angesprochen, dass ihr auch Mitarbeitende vom Klinikum Darmstadt schult, kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr denen ja nahelegt oder näher bringt, welche Pflegeprobleme denn bei onkologischen Patienten auftreten können und wie sie mit denen umgehen können oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau.
Wir gehen bei den Kollegen auf die speziellen Bedürfnisse der onkologischen Patienten ein, gerade auch viele neue Kollegen, die zum Beispiel auf Stationen arbeiten, wo onkologische Patienten liegen. Die schulen wir dann auch, was zum Beispiel jetzt die Portanlage. Patient bekommt einen Port für die Chemotherapie. Wie versorge ich denn richtig pflegerisch? Das ist so ein Beispiel, wo wir auch Schulungen anbieten für die Kollegen. Super, wo ihr dann quasi euer spezifisches Wissen nochmal weitergebt, dass auch noch mehr Pflegepersonen eben speziell für diese Fälle einfach Bescheid wissen, wie sie damit umgehen können. Genau. Es geht auch darum, für die Pflege auf Station zu erkennen, welche Probleme hat der Patient, um uns dann eben auch zu informieren. Also die Kollegen auf Station können Konsile einstellen oder können uns anrufen, können sagen, hier, wir haben einen Patient, der braucht euch, kommt vorbei, könnt ihr ihn beraten. Auf Station ist völlig unproblematisch. Kannst du die Arbeit mit den anderen Fachbereichen hier im Klinikum Darmstadt noch mal etwas genauer beschreiben? Gerne. Also die Arbeit mit den anderen Fachbereichen läuft sehr, sehr gut. Also wir sind sehr eng vernetzt mit Sozialdienst, Psychoonkologie, Ernährungsteam und vielen anderen. Was wir auch machen, wir machen für Sozialdienst, Psychoonkologie eine relativ kurze Beratung. Natürlich ist der psychosoziale Aspekt in der Onkologie sehr hoch, aber wir sind keine Psychoonkologen. Deswegen vermitteln wir natürlich gerne eben den Kontakt, geben die Nummern weiter oder telefonieren sogar selbst mit einem Psychoonkologen, wenn es nötig ist, um einen relativ zügigen Kontakt herzustellen, wenn denn ein psychoonkologisches Konsil benötigt. Auch mit dem Sozialdienst. Also natürlich können wir Grundlagen beraten, aber das ist natürlich die Hauptarbeit des Sozialdienstes, über Reha-Maßnahmen, onkologischer HB etc. zu beraten. Wir sind auch, wie gesagt, für alle multidisziplinären Bereiche Schnittstelle. Auch die Vermittlung zwischen Arzt und Patient, wenn es da irgendwie mal problematisch wäre oder was nicht verstanden wurde, sind wir natürlich auch da. Und wir machen regelmäßige multidisziplinäre Fallbesprechungen. Das heißt, gerade wenn es sehr komplexe Fälle sind, besprechen wir uns dann zusammen eben. Da ist dann auch der Sozialdienst, die Psychoonkologie, ein Arzt, ein Oberarzt, das Ernährungsteam. Da sind alle Gruppen mit dabei, um eben ganzheitlich zu schauen, wie kann man, was kann man dem Patienten Gutes tun oder wie kann man es besser machen, wenn es eben größere Probleme gibt, die groß umschrieben werden müssen. Super. Und wir haben ja jetzt vorhin das Schlagwort onkologische Fachpflege angesprochen. Was unterscheidet euch aber denn jetzt von einer Fachkraft auf Station? Wo sind denn da die Unterschiede, normale Pflegefachkraft zu sein und Onkopflege? Also wir sind aktuell 4 onkologische Fachpflegekräfte hier im Haus. Wir haben alle eine 2-jährige Weiterbildung gemacht und haben uns somit zur onkologischen Fachkraft qualifiziert. Ich würde es gerne versinnbildlichen, einfach um es demjenigen noch mal so ein bisschen nahe zu bringen, was es denn wirklich sein könnte. Man kann es so ein bisschen mit dem Meister vergleichen. Der Meister in einem Handwerksbetrieb, der sich spezialisiert, so haben wir uns in unserem Fachbereich Onkologie für die Onkologie spezialisiert. Ja, das ist eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung, in der wir uns mit den speziellen Problemen des onkologischen Patienten auseinandersetzen und genau bedürfnisorientiert auf die Probleme eingehen können. Und das spezifisch. Ein weiterer Unterschied ist der, dass unsere Fachweiterbildung sich auf die Beratung spezialisiert hat. Also es geht hauptsächlich um die Beratung. Unter anderem ist es natürlich auch so, dass die Pflegekraft auf Station oft einfach nicht die Zeit hat, wirklich den Patienten am Bett zu seinen spezifischen onkologischen Problemen zu beraten. Das ist oft einfach geht im Alltag verloren, die Zeit ist nicht da, man hat ein hohes Aufkommen an Patienten, die man betreuen muss. Und wir sind explizit einmal in der Woche freigestellt, haben unseren Bürotag, in dem wir dann die Patienten visitieren, die akute Pflegeprobleme haben und uns auch wirklich dringend sehen müssen, wie sie beraten können und sie schulen können im Zweifelsfall, wenn sie es benötigen. Und wir einfach auch die Zeit haben, mit ihnen wirklich vielleicht auch mal für eine längere Zeit ins Gespräch zu gehen, damit sie sich gehört und gesehen fühlen und das oft im Stationsalltag zu kurz kommt, weil die Zeit dafür nicht da ist und die personelle Besetzung oft einfach nicht ausreicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, der uns da so ein bisschen ausmacht. Total. Mag eine von euch beiden nochmal beschreiben, wie so euer Tag aussieht? Also von der Arbeitsorganisation, wie ihr vorgeht, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt gerade in meinem Bürotag, was dann da so für Aufgaben anfallen? Im Prinzip ist es relativ statisch. Also ich komme ins Büro, dann checke ich meine E-Mails, es sind oft sehr, sehr viele.
Weil wir dann doch auch merken, dass wir wirklich auch einen relativ vollen Kalender haben. Wir haben schon sehr hohes Aufkommen auch an Konsilen unter anderem. Dann würde ich mir angucken, welche Station hat welche Konsile gestellt. Wir als Kollegen sind so ein bisschen unterteilt. Wir sind ja schon mal darauf zurückgekommen, dass wir vier sind und wir betreuen unterschiedliche Fachbereiche im OZ. Und wenn ich jetzt von meiner Wenigkeit spreche, ich die Gynäkologie visitiere, dann schaue ich, wie viele gynäkologische Konsile im System sind und würde dann die Patienten vor Ort besuchen und würde mit denen ein Beratungsgespräch durchführen. Genau. Mittlerweile ist es jetzt auch so, dass wir ja eine Sprechstunde eingeführt haben bei uns auf Station. Die ist immer mittwochs und donnerstags. Da können Patienten dann auch von zu Hause aus einen Termin mit uns ausmachen, telefonisch oder wie auch immer. Oder sie kommen einfach von Station, egal wo sie herkommen, zu uns in die Sprechstunde. Und dann würde ich da vor Ort auch eine Beratung mit den Patienten machen. Auch relativ spontan, wenn es die Zeit zulässt, weil das Angebot sehr wahrgenommen wird von vielen Stationen. Das ist ja eigentlich den Punkt, wie man euch erreichen kann, schon so ein bisschen mit abgedeckt. Vielleicht noch mal kurz, ja, wie kann man euch erreichen? Ja, wir sind telefonisch erreichbar über ein Handy. Das ist die 0151 141 33420 oder eben auch über E-Mail onko-fachpflege@mail.klinikum-darmstadt.de. Uns ist es wichtig, Menschen, die eine Krebserkrankung haben, bedürfen in ganz besonderem Maße der Empathie, der pflegerischen Zuwendung und Unterstützung. Und wir hoffen ganz arg, Sie dabei unterstützen zu dürfen. Ja, danke euch beiden für den Einblick in eure Arbeit in die Onkofachpflege. Schön, dass ihr heute mit dabei wart und ja, schönen Tag euch noch. Dankeschön. Danke, dass wir hier sein durften. Gerne möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch auf eine Veranstaltungsreihe des Onkologischen Zentrums hinweisen, die tatsächlich aus einem psychosozialen Qualitätszirkel entstanden ist, an dem die Onkofachpflege mitgewirkt hat. Und zwar unsere Onko-Akademie. Hier findet jeden dritten Dienstag im Monat, immer von 16 bis 17 Uhr, eine Veranstaltung statt, die sich eben mit Themen befasst, die onkologische Patienten und Patientinnen interessieren. Das kann zum Beispiel sein Themen aus der Psychoonkologie, aus dem Sozialdienst, aus der Ernährungstherapie, aber auch Themen wie zum Beispiel am 21.05. das Fatigue-Syndrom, Müdigkeit und Erschöpfung während und nach der Krebstherapie. Oder ein Schwerpunkt zum Thema medikamentöse und nicht medikamentöse Schmerztherapie bei Krebs. Dieser Vortrag findet am 19.11. statt. Die Schulungsreihe ist kostenfrei und Sie können ohne Anmeldung teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.